Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 6672, Solidarität und Stabilität in der Eurozone, keine Denkverbote bei der europäischen Arbeitslosenversicherung. Ich eröffne die Aussprache, erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Kern das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Europa ist aktuell wieder in aller Munde. Die neue EU-Kommission weckt öffentliches Interesse. Aber ich will hier nicht über Personalien diskutieren, sondern ich will mich auf die Inhalte konzentrieren, die die neue EU-Kommission umsetzen sollte. Es täte der Europapolitik nämlich gut, wenn sie sich nicht nur bei Glühbirnen und Staubsaugern zu Wort meldet, sondern auch bei dem Thema soziale Union. Denn hier entscheidet sich die Zukunft Europas und nicht bei der Leistungsfähigkeit von Staubsaugern. Die Menschen sind die Sonntagsreden leid. Sie wollen konkrete Maßnahmen gegen die soziale Krise sehen. Ein zentraler Debattenbeitrag wird dabei jüngst wieder diskutiert, eine europäische Arbeitslosenversicherung. Sie ist nicht nur ein wirtschaftlich notwendiges Instrument zur Stabilisierung der Eurozone, sondern sie ist ein Schritt in Richtung eines solidarischen, eines sozialen Europas. Worum geht es dabei? Eins vorweg, eine europäische Arbeitslosenversicherung soll die nationalen Sicherungssysteme nicht ersetzen, sondern ergänzen. Ich nenne Ihnen drei wichtige Merkmale. Erstens. Sie ist auf kurzfristige Arbeitslosigkeit ausgerichtet. Wir sprechen von einem Zeitraum von 6 bis 12 Monaten. Zweitens. Die Voraussetzungen zum Erhalt von EU-Zahlungen müssen klar definiert sein und für alle gleichmäßig gelten. Wird also eine vorher festgelegte Schwelle der kurzfristigen Arbeitslosigkeit überstiegen, greift die europäische Arbeitslosenversicherung automatisch. So gibt es keine Dauerprofiteure. Das bedeutet drittens auch, das System muss transparent und ohne politische Einflussnahme ausgestaltet werden. Kommen wir zur Finanzierung. Wir sprechen von einem jährlichen Volumen der Versicherung von rund 55 Milliarden Euro. Das ist nicht einmal 1% der Wirtschaftsleistung der Eurozone. Dabei ist wichtig, dass diese sozialen Kosten des Euro nicht auf die Beschäftigten abgewälzt werden. Auch der Faktor Kapital, größter Profiteur der europäischen Freiheiten, muss angemessen beteiligt werden. Dankeschön. So würden beispielsweise die Einnahmen aus einer richtigen Finanzmarkttransaktionssteuer zur Finanzierung fast ausreichen. Im Übrigen, selbst die USA, gemeinhin nicht bekannt als Hort des Sozialismus, kennen ein solches Ausgleichsmodell. Ich komme zum Schluss. Es ist eine Perversion der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit, wenn man durch Austeritätspolitik Wirtschaftsvertreibung befördert, jede Art von Ausgleichsmechanismus auf EU-Ebene ablehnt und dann noch Arbeitssuchenden Sozialtourismus vorwirft. Wer echte EU-Freizügigkeit will, muss auch für den solidarischen und sozialen Ausgleich innerhalb der EU sorgen. Ups. Das sehen übrigens auch die Sozialdemokraten und die Grünen im Europaparlament so. Hier in NRW prangern Ministerpräsidentin Kraft, die leider nicht da ist, aber auch die Europaministerin Dr. Schwal-Düren öffentlich immer wieder fehlende soziale Komponenten der EU an. Daher möchte ich Sie, Ministerin, an Ihre eigenen Worte erinnern. Ich zitiere, Aufgabe der europäischen Ebene sollte sein, sozialpolitische Ziele und Grundrechte weiterzuentwickeln und rechtsverbindliche EU-weite Mindeststandards einzuführen. Die Politik der EU sollte darauf ausgerichtet sein, die sozialen Folgen der ökonomischen Krise abzumildern. Und wir brauchen einen sozialen Stabilitätspakt. Recht haben Sie. Nun müssen Sie auch zeigen, wie ernst es Ihnen damit ist. Senden Sie ein Signal an die EU-Kommission, endlich tätig zu werden. Wir freuen uns auf die konstruktiven Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kern. Für die SPD-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Neumann. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Benötigen wir ein soziales Europa? Klare Antwort: Ja. Und dieses Europa wird sozialer als das bisherige sein müssen. Dies sind wir den Millionen Arbeitslosen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa schuldig. Lassen Sie mich hier aber einfügen: Das Beste, was für gegen Arbeitslosigkeit getan werden kann, ist eine gute Wachstumspolitik statt einer Restriktionspolitik, denn Wachstum schafft Arbeitsplätze. Und hier ist vor allem ein Umdenken der Europäischen Kommission sehr notwendig. Die Lage ist buchstäblich verrückt. Wir betonen zu einem immer Europas gemeinsamen kulturellen Kern. Wir leben zum anderen die nüchterne Realität von Wettbewerb und Markt. Vielleicht ist ja gerade das soziale Europa und die soziale Dimension genau die Brücke dazwischen. Die europäische Identität ist mehr und etwas anders als das Bewusstsein einer Wirtschafts-, Währungs- und Krisenunion. Der soziale Gedanke hat seinen Niederschlag in den europäischen Prinzipien des Sozialstaates und der sozialen Marktwirtschaft. Und dieser Gedanke liegt jenseits der allzu schlichten Alternative vom reinen Wettbewerbsstaat und ökonomisch schwachem Sozialstaat. Vielmehr reden wir vom wirtschaftlich leistungsfähigen Sozialstaat, für den Solidarität Grundvoraussetzung und nicht Feindbild ist. Der Antrag geht von dem durchaus richtigen Gedanken aus, dass automatische Ausgleichsmechanismen und Stabilisatoren Ungleichgewichten entgegenzuwirken haben. EU-Kommissar Andor erwähnt im Kontext seiner Werbung für eine solche Versicherung eine Aufgabe, die mutmaßlich die noch bedeutsamere ist. Ich zitiere: dem Währungsraum endlich ein menschliches Gesicht verleihen. Wenn wir diesen Wunsch bejahen, müssen wir das Missverständnis Europa in Form von Lohn-, Steuer- und Sozialdumping verneinen. Einen europäischen Wettbewerb als Wettbewerb um niedrigste soziale Standards können wir doch gar nicht ernstlich wollen. Im Antrag erscheint ein spannender Wink. Es ist von der positiven Assoziation der Bevölkerung mit einem Mechanismus der EU die Rede. Wir praktizieren die Währungsunion mit dem Euro als gemeinsame Währung. Vielleicht ist es so, dass die eigentliche, sogar noch wichtigere Währung letzten Endes eine andere ist, nämlich Identifikation oder auch das Konglomerat Identifikation, Zutrauen, Verlässlichkeit. Erfolgsgeheimnis des deutschen Sozialstaatsmodells ist die Identifikation nicht nur der Menschen am sozialen Rand, aber auch der Mittelschichten insgesamt mit der sozialen Marktwirtschaft, die von der Absicherung durch bestimmte Instrumente gespeist wird. Eine Reihe von Punkten in Bezug auf die Realisierbarkeit einer europäischen Arbeitslosenversicherung sind unbedingt zu klären. Diverse technische Details, Schnittstellen zwischen nationalen und supranationalen Systemen, sekundär- und primärrechtliche Fragen, Standards der Arbeitsvermittlung oder auch die Frage der Souveränität. Im rein vehementen Verteidiger nationaler Souveränität begegnen sich einerseits sowohl Marktradikale und Marktliberale, die Regulierung und Vereinheitlichung strikt ablehnen, als auch diejenigen, die Absenkungen nationaler Standards und der Regulierung finden. Gebot der Stunde ist es daher, sich bewusst zu machen und eine ausführliche, ernsthafte Befassung anzugehen, das heißt sorgsame Prüfung etwaiger positive und negative Effekte, das heißt der Komplexität entsprechend Modelle zur Umsetzung eines sozial gedachten Europas erwägen und auswerten, eines sozial gedachten Europas, das dem ökonomischen mitnichten automatisch widerspricht, nein, im Gegenteil. Wir werden Ihren Antrag im Ausschuss selbstverständlich in einer guten Diskussionsgrundlage gemeinsam besprechen und versuchen, das Beste für die Arbeitslosen in Europa zu tun. Aber ich wiederhole, der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit ist eine europäische Politik, die dem Wachstum von Arbeitsplätzen beiträgt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Neumann. Für die CDU-Fraktion ergreift nun das Wort Herr Kollege Kerkhoff. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Piratenfraktion spricht sich in ihrem Antrag gegen Denkverbote aus. Nun ist ja Denken nie verboten, aber wer genau das an dieser Stelle tut, kommt, meine ich, zu dem Ergebnis, dass man das Projekt einer europäischen Arbeitslosenversicherung wohl besser nicht weiter verfolgen sollte. Der Weg zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Europa führt nicht über mehr Transfers, sondern führt über Strukturreformen, über Wachstum. Und das sind in der ersten Linie die Aufgaben der einzelnen Länder. Europäisch kann dies durch Programme flankiert werden, aber letztendlich bleibt es eine Aufgabe der nationalen Politik, Reformen politisch durchzusetzen. Und erste Erfolge, beispielsweise in Irland und in Portugal zeigen, dass dies gelingen kann. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat mal durchgerechnet, wie ein solcher europäischer Mechanismus auf Basis der diskutierten Modelle wirken würde. Und die Simulation, bei all den Schwächen, die Simulationsberechnungen immer haben, ist hochinteressant mit Blick darauf, wer in welchem Umfang profitiert. Und diese Berechnung kommt zu dem Ergebnis, dass Deutschland für das Beispieljahr 2011 einen negativen Saldo von 5,4 Milliarden Euro zu verzeichnen gehabt hätte. Und setzt man die Berechnung fort, blickt auf den gesamten Zeitraum von 2006 an, dann würde dieser negative Saldo bei knapp 20 Milliarden Euro liegen. Und damit hätte Deutschland 30% der gesamten Leistung einer hypothetischen europäischen Arbeitslosenversicherung gezahlt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre geradezu ein AfD-Förderprogramm und Wasser auf die Mühlen aller Euroskeptiker, wenn wir ein System implementieren würden, das die Kosten der Arbeitslosigkeit auf diese Art und Weise umverteilt. Zu Recht hätten viele Menschen in Deutschland kein Verständnis dafür, dass sie für falsche Arbeits- und Wirtschaftspolitik in anderen Ländern zur Kasse gebeten würden. Und Kollege Kern, als Sie am vergangenen Freitag im Europaausschuss den Gesandten des Botschafters Italiens zu dieser Idee gefragt haben, da hat er Ihnen auch sehr zurückhaltend darauf geantwortet. Und in der Sprache der Diplomatie heißt das, dass auch er davon nicht sonderlich viel hält. Und dass auch die deutsche Bundesregierung sich ablehnend äußert, mag den Antragsteller nicht zurückhalten. Er sollte aber sehr wohl die Auffassung der Sozialpartner zu dieser Frage beachten, die sich in ihrer Ablehnung ebenfalls einig sind. Die Europäische Union hat in Fragen der Sozialversicherung keine Kompetenz. Zunächst müssten die Verträge entsprechend geändert werden, und zwar einstimmig. Auch organisatorisch wäre dieses Vorhaben ein Riesenprojekt. Aber völlig losgelöst von rechtlichen oder organisationspolitischen Fragestellungen halte ich ein europäisches System der Arbeitslosenversicherung auch politisch für fragwürdig. Denn, meine Damen und Herren, es setzt die falschen Anreize. Wenn Länder die Kosten der Arbeitslosigkeit nicht mehr alleine tragen müssen, sinkt doch auch der Druck zu Reformen. Und wenn es Länder gibt, die beispielsweise durch einen zu hohen Mindestlohn den Einstieg in den Arbeitsmarkt erschweren und die Arbeitslosigkeit der Geringqualifizierten steigt, dann darf es keinen europäischen Ausgleichsmechanismus geben, sondern da muss der Druck steigen, etwas zu verändern. Meine Damen und Herren, mein Wunsch wäre, dass wir uns genauso intensiv und beharrlich mit Lösungen für die strukturellen Probleme in Europa beschäftigen würden. Umverteilung und Transfers sind Scheinlösungen. Der Schlüssel für mehr Wachstum und Arbeit in Europa liegt in Strukturreformen. Viele Länder sind hier auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe aus Deutschland heraus, die zu unterstützen, die diesen harten Weg gehen. Vielen Dank. Danke schön, Herr Kerkhoff. Für die Grüne Fraktion hat das Wort nun Frau Maaßen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Piratenfraktion hat mit ihrem Antrag gute Anregungen
zur fiskalischen Ausgleichsmechanismen in Europa gegeben. Auch wir Grünen wollen den makroökonomischen Dialog in der EU weiterentwickeln. In diesem Rahmen wollen wir ein Ausgleichsinstrument prüfen, um den wirtschaftlichen Abschwung in einem Mitgliedstaat abzufedern und zu verhindern, dass eine lokale Krise die gesamte Eurozone mitzieht. Hierbei ist auch für uns eine europäische Arbeitslosenversicherung denkbar, zum Beispiel als Basissicherung, die durch die weiter bestehenden nationalen Sicherungssysteme ergänzt wird. Der Schwerpunkt bei uns liegt jedoch derzeit auf Prüfen und Diskutieren. Für uns ist es nicht so sonnenklar, wie im Piratenantrag behauptet, dass ein europäischer Ausgleichsmechanismus die nationalen Sicherungssysteme problemlos ergänzt. Ich verweise hier auf die Veröffentlichung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die auch Herr Kerkhoff in seinem Redebeitrag schon zitiert hat. Auf der Grundlage einer Simulationsrechnung zu den Verteilungswirkungen einer europäischen Arbeitslosenversicherung kommt das IAB zu dem Schluss, dass es zu nennenswerten Umverteilungswirkungen innerhalb Europas kommen würde, dass Deutschland zum größten Nettozahler würde und dass komplizierte Probleme bei der Verzahnung mit den bestehenden Sicherungssystemen der Mitgliedsländer entstehen würden. Diese Problemlagen müssen wir in unsere Betrachtungen mit einbeziehen. Ich komme jedoch nicht zu dem Schluss, wie Herr Kerkhoff eben, der gesagt hat, dass er deshalb in diese Richtung nicht weiter denken möchte. Ich erlebe diese Untersuchung des IAB als Denkanstoß und nicht als Ausschlussfaktor, uns weiterhin mit der europäischen Arbeitslosenversicherung zu beschäftigen. Es gilt aus unserer Sicht genau hinzuschauen, und wir befinden uns erst am Anfang dieser Debatte. Wir tragen das gerne mit in den Ausschuss und auch gerne auf Bundes- und auf Europaebene, und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Maaßen. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Ellerbock. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen von den Piraten, das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Ich glaube, dass Sie was Gutes erzielen wollen, aber der Weg, den Sie dahin beschreiten wollen, ist mir sehr, sehr fremd. Das fängt schon mit ganz grundsätzlichen Fragestellungen an. Wie wollen Sie zum Beispiel strukturelle und konjunkturell bedingte Arbeitslosigkeit auseinanderdividieren? Fürs eine ist es zuständig, fürs andere nicht. Ich glaube, den Begriff Subsidiarität müssen wir leben und nicht nur in Sonntagsreden nach draußen bringen und im täglichen Handeln sagen, da gibt es noch Möglichkeiten, neue Förderquellen zu erschließen. Ich glaube, der Stellenwert Europas, der hier bei uns in diesem Hause insgesamt sehr hoch ist, allerdings draußen in der Öffentlichkeit nicht unbedingt so positiv gesehen wird, wie wir es hier sehen, liegt auch darin, dass man draußen manchmal ja doch durchaus zu Recht das Gefühl hat, es geht eigentlich um eine große Umverteilung. Es werden Transfermittel von A nach B geschoben und derjenige, der am lautesten ruft, bekommt am meisten. Und das Gutmenschentum wird draußen ganz anders gesehen als wir hier bei uns. Meine Damen und Herren, wir müssen doch die Staaten, gerade die südeuropäischen Staaten, die jetzt in dem schmerzhaften Reformprozess begriffen sind und wirklich die ersten Erfolge schon haben, die müssen wir doch stützen und nicht sofort sagen, aber wir können jetzt wieder eine Ausweichmöglichkeit, eine neue Finanzierungsquelle für euch erschließen. Das kann doch nicht richtig sein. Das kann uns doch alle nur auf die Füße fallen. Und was der Kollege Kerkhoff sagte, Ihre Frage letzte Woche im Europaausschuss, dass der italienische Gesandte auf Ihre Frage nach der europäischen Arbeitslosenversicherung nach meiner Wahrnehmung sehr freundlich, aber mit relativ dürren Worten gesagt hat, ja, einer muss es wohl bezahlen. Und die Größenordnung,
um die es geht, hat der Kollege Kerkhoff doch genannt. Das Arbeitsmarkt- und Berufsforschungsinstitut der Nürnberger Bundesanstalt hat ja für den Zeitraum der letzten 5 Jahre ausgerechnet, dass es um einen Transfer von rund 20 Milliarden geht. 20 Milliarden. So, das müssen wir doch überlegen, was wir bewirken. Und es geht doch darum, dass wir die Staaten des Südens in ihren Reformbemühungen unterstützen, auf jede Art und Weise, und nicht jetzt wieder halbherzig zurückrudern. Der andere Punkt ist, wollen wir wirklich zusätzliche Kompetenzen der EU aufbauen, auch im sozialen Bereich? Oder wollen wir nicht sagen, die EU soll und muss sich auf die Kernbereiche beschränken und sie hat keine Zuständigkeit in dem sozialen Bereich? Ich sage, dann sollten wir das jetzt auch nicht weitermachen. Wir müssen erstmal Europa konsolidieren in der Größenordnung, die wir jetzt haben, und nicht Neues aufbauen. Und in einer Umfrage von 2012 oder 11 über in den 27 EU-Staaten haben sich 64% der repräsentativ Befragten, 64% der repräsentativ Befragten dafür ausgesprochen, dass der soziale Bereich nach wie vor im nationalen Bereich gelöst werden soll. Wir sind gern bereit, auch als FDP mit Ihnen darüber zu diskutieren, aber aufgrund der hier dargestellten skizzierten Rahmenbedingungen kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass wir als FDP dem zustimmen würden, Ihren Vorstellungen. Wenn Sie neue Fakten bringen, können wir gerne unsere Meinung ändern. Aber ich habe die Ahnung, dass wir hier eine relativ klare Aufstellung haben. Das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Und ich stehe Ihnen zu, Sie haben es wirklich gut gemeint, nur so klappt es nicht. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Ellerbrock. Und für die Landesregierung spricht nun Frau Ministerin Dr. Schwall-Dürren. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Die Erfahrungen aus der Wirtschaftskrise der letzten Jahre haben aus meiner Sicht gezeigt, dass die Einrichtung von automatischen Mechanismen zur Konjunkturstabilisierung sinnvoll ist. Wir haben damit in Deutschland sehr gute Erfahrungen in der Krise gemacht. Ich erinnere zum Beispiel an die Regelung zum Kurzarbeitergeld. In der Wissenschaft werden verschiedene Modelle hierzu diskutiert. Das Modell einer europäischen Arbeitslosenversicherung, das auf den Berliner Ökonomen Sebastian Dulin zurückgeht, ist das bekannteste. Spätestens seit sich Sozialkommissar Laszlo Andor auf öffentlichen Veranstaltungen vehement für die Einrichtung einer solchen Arbeitslosenversicherung ausgesprochen hat. Andor geht davon aus, dass die europäische Arbeitslosenversicherung das nächste große Projekt nach Einführung der Bankenunion ist. Meine Damen und Herren, ich bin da etwas vorsichtiger. Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Modell und es lohnt sich, vertieft darüber nachzudenken. Ich halte die europäische Arbeitslosenversicherung grundsätzlich geeignet zur automatischen Konjunkturstabilisierung. Und ich stimme auch den Antragstellern in ihrer Auffassung zu, dass die Solidarität der europäischen Bürgerinnen und Bürger hierdurch gestärkt würde. In der Wirtschaftskrise wurde Europa überwiegend mit Bankenrettung, Sparzwang und Sozialabbau verbunden. Eine europäische Arbeitslosenversicherung könnte aus meiner Sicht dazu beitragen, verloren gegangenes Vertrauen in die Europäische Union durch einen unmittelbaren und positiven Bezug wiederherzustellen. Die Menschen würden erfahren, dass ihnen die EU bei persönlicher Arbeitslosigkeit unmittelbar hilft. Auch in der Sozialpolitik, meine Damen und Herren, muss sich die Denkweise verbreiten, dass europäische Lösungen möglich und in der Globalisierung auch erforderlich sind. Der wirtschaftliche Einfluss einzelner Länder geht in der Liberalisierung des weltweiten Handels
immer weiter zurück. Deshalb muss ein starkes Europa sozialpolitische Standards setzen. Insofern, meine Damen und Herren, kann die Landesregierung der Aufforderung folgen, die Diskussion weiterhin positiv zu begleiten. Eine Entscheidung zur Einführung einer solchen Versicherung sollte damit aber nicht vorweggenommen werden. Von einer kurzfristigen Einführung ist realistisch nicht auszugehen, zumal vermutlich eine Änderung der europäischen Verträge erforderlich wäre. Vorher sind noch zahlreiche offene Fragen zu klären und Vorarbeiten zu leisten. Beispielsweise gibt es bis heute keine europaweit einheitliche Definition von Arbeitslosigkeit. Viele Details sind auch in den theoretischen Modellen noch offen. Ein zentraler Punkt für die Akzeptanz der Bevölkerung, das ist auch von Ihnen schon angesprochen worden, ist zudem die Frage, ob einzelne Mitgliedstaaten auf Dauer Nettozahler wären oder ob mittelfristig alle Länder profitieren können. Studien kommen hier zu unterschiedlichen Ergebnissen. Hier ist nur eine zitiert worden, die allerdings nur die Zahlen der letzten Jahre im Auge hat. Andere Studien können zum Beispiel nachweisen, dass im Jahr 2000 die Bundesrepublik Deutschland Profiteur einer entsprechenden europäischen Arbeitslosenversicherung gewesen wäre. Einig ist sich die Wissenschaft aber in Bezug auf die konjunkturstabilisierende Wirkung einer solchen Versicherung. Und das wird auch praktisch belegt durch die US-amerikanische Arbeitslosenversicherung, die in Teilen als Vorbild für das europäische Modell dient. Meine Damen und Herren, auf dem informellen Rat der europäischen Arbeits- und Sozialminister Mitte Juli in Mailand hat die italienische Ratspräsidentschaft gegenüber der Europäischen Kommission angeregt, ein Grünbuch zu automatischen Stabilisatoren vorzulegen. Hierdurch ließe sich sicherlich die Diskussion über den Nutzen, über Vor- und Nachteile versachlichen. Und eine solche Diskussion sollten wir auch in den Ausschüssen des Landtages intensiv führen. Ich glaube, das würde uns insgesamt weiterbringen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber abschließend noch auf eines hinweisen, damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt. Die perspektivischen Überlegungen und Diskussionen über den Gedanken einer europäischen Arbeitslosenversicherung, ob sie nun irgendwann umgesetzt wird oder nicht, haben nichts zu tun mit der Ausgestaltung der deutschen Arbeitslosenförderung. Hier sind aus Sicht der Landesregierung kurzfristige Reformen, beispielsweise mit Blick auf eine bessere Praktikabilität und Eingliederungshilfen, dringend erforderlich. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Frau Ministerin. Aber bevor es zum schönen Wochenende kommt, hat sich Herr Kern noch mal zu Wort gemeldet. 31 Sekunden. Bitte schön, Herr Kern. Dankeschön, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, für diese offenen Worte. An Herrn Kerkhoff, also zunächst mal, den Sie zitiert haben, das war nicht ich, sondern der Kollege Paul im Ausschuss. Und bei dem Gesandten war auch, glaube ich, die besondere Situation, dass er nicht im Namen, also nicht der ordentliche, außerordentliche Botschafter von Italien ist, sondern er kein offizielles Mandat hatte. Von daher, denke ich mal, kann er nicht so sprechen wie vielleicht ein Botschafter einer Exzellenz. Frau Maaßen, wenn es nur an dem Wort problemlos scheitert, da liegt vielleicht eine Fehlinterpretation vor. Im Ausschuss können wir uns gerne darüber unterhalten, ob wir daraus ein widerspruchsfrei möglich machen. Also ne, wegen Wortklauberei wollen wir das nicht scheitern lassen, den Antrag. Und Herr Ellerbrock, konjunkturell, strukturell. Wie gesagt, das ist an der Kurzfristigkeit der Maßnahme ist das sehr gut abzulesen. Die strukturelle Arbeitslosigkeit ist von Dauer. Da muss jeder einzelne Mitgliedstaat dran arbeiten. Und für die konjunkturellen Schwächen wäre eben die EU, die Eurozone, zuständig. Ich glaube, da kann man das sehr gut differenzieren. Jo, vielen Dank, Herr Kern. Ich komme zum Schluss. Ja, aber dringend. Frau Ministerin, Herr Neumann,
Es ist noch vieles zu klären, das ist richtig. Aber klar ist doch auch, wenn man nicht losgeht, wenn man nicht den ersten Schritt tut, wird man nie ans Ziel kommen. Vielen Dank. Na, bitteschön. So, wir sind am Ende der Beratung zu diesem Antrag, kommen zur Abstimmung. Der Elsenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 6672 an den Ausschuss Europa und eine Welt federführend, sowie an den Ausschuss Arbeit, Gesundheit und Soziales. Abschließende Abstimmung in federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung. Wer folgt diesem schönen Beschluss der Empfehlung? Wer ist dagegen? Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir damit einig und haben so überwiesen und kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt.